Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum kleinen Update-Video zum Thema GTA, GTA Online, whatever. Erstmal darf ich vorstellen, meine Bannmeldung. Schön, ne? Bis zum 8.11. Das ist doch toll, so viel Zeit, was man da alles machen kann. Nee, aber ernsthaft. Also auch der Titel und das, was ich euch gleich erzähle, spiegeln natürlich in erster Linie mal meine persönliche Meinung wieder. Allerdings scheinen ja viele Leute das Problem zu haben. So, dass ich gebannt wurde, warum und wieso und weshalb, frage ich mich schon eine ganze Weile. Dass es das zweite Mal passiert ist, ist eigentlich nur so, ne, das letzte bisschen, was mich endgültig sauer gemacht hat. Wenn es euch interessiert, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal seht, dann zieht euch die Videos rein, die ich euch verlinkt habe. Erzählt habe ich ja schon recht viel drüber. Also, folgender Stand der Zeit. Ja, genau, ich finde es auch zum Kotzen. Trevor, du bist echt der Beste. Also, der Typ... Nee, es liegt nicht am Ende, es liegt an Rockstar, die zum Kotzen sind, aber du hast es verstanden, mein Freund. Trevor mag ich. Naja, das war übrigens nicht gescriptet, das hat einfach wunderbar gepasst. Auf jeden Fall Stand der Dinge derzeit, ich habe ja zwei Tickets offen derzeit, oder hatte. Das eine war ja das, was ich geschrieben habe, bevor ich den zweiten Bann bekommen habe, wo ich mich drüber beschwert habe und mich gewundert habe, warum zum Henker kaufe ich überhaupt mit Shark Cards Geld für GTA, wenn ihr mir hinterher... zufälligerweise denselben Betrag wieder abnehmt. Das ist doch Verarsche. Nachdem ich dann erstmal zwei, drei Wochen überhaupt keine Antwort bekommen habe, hat sich dann tatsächlich mal ein Mensch gemeldet. Ihr müsst euch das vorstellen. Die Antwort von einer Person. Oder es ist ein gut geschriebenes Makro. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es war tatsächlich eine Mitarbeiterin von Rockstar. Und ich habe es jetzt nicht vor mir, die Mail. Aber grober Wortlaut ist ungefähr so. Ja, ja, wir haben das geprüft und haben festgestellt, das entfernte Geld stammt nicht von den Shark Cards. Das mag in dem Sinne sein. Natürlich habe ich das Geld von der Shark Card irgendwann direkt ausgegeben. Ich meine, ich lege das ja nicht rum und bunker das. Aber es war eben derselbe Betrag wie der, der mir dann wieder genommen wurde. Dieses Geld wiederum habe ich mir verdient, indem ich diese ganzen CEO-Missionen und den anderen Quatsch gemacht habe, über mehrere Wochen hinweg. Also könnte man eigentlich anhand der Aktivitäten locker auslesen, wo das Geld herkommt, aber haben sie wohl keinen Bock drauf. Naja, wir haben festgestellt, dass es sich hierbei um gemoddete Geldmittel handelt und diese entfernt. Ja, geil. Das heißt, sie unterstellen mir jetzt, das Geld, was sie mir genommen haben, wurde ercheatet, gemoddet, whatever. Auf die Frage dann wiederum, wann und wo das genau gewesen sein soll und unter welchem Umstand ich zu diesem gemoddeten Geld gekommen sein soll, kam keine Antwort mehr. Dafür einen Tag später wurde das Ticket dann geschlossen, so nach dem Motto, ach scheiß drauf, wird sich schon beruhigen wieder. So, einmal angeschissen. Das zweite Mal angeschissen ist dann jetzt die Sache mit dem zweiten Bann, wo ich allerdings im Ticket dann das mit dem Geld auch nochmal mit reingeschrieben habe. Also erstmal, ich bin ja richtig dankbar und happy, dass so viele Nachrichten von euch kommen zu dem Thema, aber es sind ja wohl auch sehr viele Leute betroffen. Überwiegend die, die sich halt dann Luft machen und ein bisschen den Ärger vom Hals reden, sind halt Streamer. Und ich habe langsam echt die Meinung, Rockstar hasst Streamer. Das mag jetzt erstmal ziemlich hart klingen und unter dem Aspekt, dass einige Streamer immer noch streamen, ziemlich lächerlich, aber ich habe das Gefühl, die mögen Streamer nicht. Allerdings wurde nie jemals irgendwo, zumindest habe ich nichts gesehen, wenn wer was anderes weiß, kann er mich gerne korrigieren, irgendwo was gesehen von wegen, wir wollen nicht, dass ihr GTA Online streamt. Und angesichts der Popularität auf Twitch und Co., was GTA-Streams angeht, scheint es ja einigermaßen zu gehen. Wieso also die Theorie? Also wie gesagt, ich habe ganz viele Nachrichten gelesen, auch im Forum. Ist auch jeden Tag, auch heute, das ist jeden Tag präsent. Ich wurde gebannt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Jetzt ist es natürlich so, das ist mir bewusst, viele Leute behaupten, ich habe nichts gemacht. Obwohl sie genau wissen, dass sie eben irgendein Aimbot oder ein Hack anhatten. Umso trauriger ist es, das habe ich denen dann auch geschrieben, dass man eben nicht die Möglichkeit angeblich hat, was ich nicht glaube. Es hat nichts mit nicht können zu tun, sondern mit nicht wollen. Dass man das nicht differenzieren kann. Das Bannsystem wird doch wohl so vernünftig funktionieren, dass man einen Aimbot, einen Hack oder sonst was von einem Programm unterscheiden kann, was null, aber auch null auf den Spielfluss zugreift. In meinem Fall, mittlerweile ist es mir klar, welches Programm schuld ist, okay? Ich hätte das nach dem ersten Mal schon 100% wissen müssen, aber da ich ja keine vernünftige Auskunft kriege, was bei Rockstar scheinbar an der Tagesordnung ist, wusste ich es halt doch noch nicht zu 100%.
Also, das böse, böse Programm, worum es sich handelt, wird wohl XSplit sein. XSplit für die, die es nicht kennen, die es nicht benutzen, im Prinzip ist es eine Streaming-Software wie OBS. Da ich derzeit keinen zweiten Monitor habe und das beim Streamen ein bisschen kacke ist, wenn man den Stream-Chat nicht sieht, habe ich mir dieses OBS natürlich genommen als Hauptstream-Programm. Plus XSplit, weil es so ein schönes Overlay hat. In manchen Streams sieht man es, da hat es ein bisschen gebuggt, aber ist ja nicht weiter dramatisch. Dass ich praktisch über dem Spiel so einen transparenten Chat habe, wo ich dann wirklich lesen kann, wenn wer was schreibt. Ich kann das dann auch vorlesen, kann drauf eingehen, dies und das, was man halt so macht beim Stream. Und dieses Programm scheint irgendwie Probleme zu machen in der Bann-Software oder in dem Bann-Schutzsystem von Rockstar. Die ersten Posts zu dem Thema sind schon sehr alt, also mindestens ein halbes Jahr. Das war teilweise noch vor dem CEO-Patch. Und scheinbar hat Rockstar bis dahin oder seither nicht einen Finger gerührt, was das angeht. Es war was zu lesen von wegen zu Unrecht Gebannte wurden wieder entbannt, aber scheinbar nicht mal ansatzweise alle. Naja, also, es gibt andere Programme, die ähnliche Software oder wie soll ich sagen, einen ähnlichen Code verwenden. Fraps ist zum Beispiel auch so ein Ding, was teilweise Leute, die nicht streamen oder aufnehmen, benutzen, um sich eine FPS-Anzeige oder sowas zu verschaffen. Also ihr habt ja die Möglichkeit mit Fraps, dass ihr dann einfach die FPS anzeigt. Dass man einfach die Möglichkeit hat, okay, wie viele Frames habe ich gerade? Muss ich vielleicht runterdrehen? Habe ich einen Zahlenwert? Passt die Einstellung? Oder ist mein System zu schwach, zu stark? Keine Ahnung. Benutzen ja auch viele. So, auch solche Leute sind betroffen. Warum ich jetzt drauf schließe, dass XSplit und Fraps ähnlich funktionieren, ist folgendes. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Als Overwatch rauskam, gab es in Verbindung mit XSplit oft diese Fehlermeldung beim Start, dass das Programm Fraps erkannt wurde und dieses teilweise noch zu Abstürzen im frühen Stadium des Spiels führen kann. Deswegen behaupte ich, dass, ja, wie soll ich sagen, die Programme sich sehr ähnlich sind, was in den Quellcode angeht. Und deswegen glaube ich auch, dass das System von Rockstar es nicht auf die Reihe bekommt, die zu unterscheiden. Geschweige denn, die beiden zu unterscheiden von irgendeinem Cheat-Programm oder so. Naja, und jetzt warte ich halt wieder und werde wahrscheinlich wieder keine Antwort kriegen. Ich erwarte eigentlich, dass ich demnächst noch gebannt werde in Sachen Support-Tickets eröffnen. Und wahrscheinlich kann ich einen ganzen Monat warten. Aber bis dahin werde ich noch ein paar Videos machen. Werde Leuten, die ähnliche Probleme haben, natürlich ne, zur Seite stehen im Forum. Das wird Rockstar wahrscheinlich auch nicht mögen. Aber ich habe schon das ein oder andere Durcheinander ausgelöst, indem ich da meine Meinung reingeklatscht habe. Den einen oder anderen hat sich wirklich interessiert, der andere hat sich dann irgendwie wieder verstanden gefühlt und hat sich dann hinterher bedankt. Und das werde ich weiter fortführen. Ich weiß langsam echt nicht, was ich noch alles tun soll. Mit meinem Netzwerk bin ich im Gespräch, aber Rockstar selbst juckt ja einen Scheißdreck. Ich meine, wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben. Die haben mein Geld, die haben auch das Geld von allen anderen, die irgendwelche Probleme jetzt haben. Die scheißen da drauf, die juckt das nicht. Und selbst wenn das Ganze durchgeht, ich erwarte zumindest eine Entschuldigung für diese verkackte Scheiße, weil das lasse ich mir nicht bieten. Und wenn der Bann ausläuft und ich dann wieder anfange, dann wird wahrscheinlich der nächste Sprung dann sein, ein Permaban, weil ne, nach zwei temporären Bans kommt dann der permanente. Aber ganz ehrlich, dann ist es mir irgendwann auch scheißegal. Jetziger Stand ist vor allem einer GTA Let's Play, ne, vom Singleplayer-Modus wird eingestellt. Es ist schade. Ich wollte eigentlich nie, dass es so weit kommt, dass ich ein Projekt wirklich einstelle, aber im Moment habe ich echt keinen Nerv mehr auf die Scheiße. Weil die es mir nicht erlauben zu spielen, nach ihren Regeln sogar zu spielen, dann scheiße ich auf den Rest auch. Ich könnte theoretisch den Singleplayer aufnehmen, ihr seht ja, ich bin gerade auch drin, aber ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt euch melden, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder sonst was. Schickt das Video möglichst vielen Leuten, die ihr kennt, die auch vielleicht zocken, Freunden, Bekannten, Familie, Nachbar, was auch immer. Weil ich glaube, je mehr Leute das sehen und je mehr Leute mitkriegen, was für eine Scheiße die abziehen, desto eher kommen sie mal hier, ne? Aus dem Tritt oder in den Tritt, wie auch immer, und bewegen vielleicht ihre Ärsche endlich mal. Das ist so erbärmlich, aber ja. Das ist Rockstar. Dankeschön. Ciao.